Sie haben den Stromer entwickelt. Es ist ein Riesenerfolg. Was würden Sie sagen, warum hat das so gut geklappt? Ja, ich glaube, weil wir das E-Bike neu definiert haben in Bezug auf Reichweite mit der Batterietechnologie, auf Power mit unserem neuen Antriebsstrang und dem Motor und schlussendlich auch die Integration von der Konnektivität im Rahmen, wo wir Dienstleistungen über die Luft schicken können, wo man halt die ganze Problematik vom Abschließen machen kann. Also eigentlich das E-Bike neu definiert. Was kann die Automobilbranche von Ihnen lernen, dass sie es auch schafft, diesen Durchbruch? Ich glaube, das Wichtigste ist der Glaube an die Elektromobilität, den Fokus, den Kunden zuzuhören und schlussendlich schnell zu entwickeln, zu testen und dann es auf den Markt bringen. Es braucht Vertrieb, es braucht Marketing, es braucht Entwicklung, aber auch eine ganz neue Supply Chain. Glauben Sie, dass das auch in der Schweiz funktioniert, nicht nur in Norwegen? Ja, die Frage ist, ich glaube nicht, dass ein Markt über Subventionen funktioniert wie in Norwegen. Was ist, wenn das nicht mehr subventioniert oder gefördert wird? Aus diesem Grund glaube ich viel mehr an Innovation und Technologie anstelle von Subventionen und Preismodellen.